Leinführigkeit ist für euren Hund gar nicht so einfach. Das verlangt ein unglaublich großes Konzentrationsvermögen bei ihm, denn er hat ja gar nicht so wirklich viel Radius. Er muss ständig darauf achten, wo er hingeht. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr wärt mit eurem besten Kumpel im Einkaufszentrum unterwegs. Ihr hättet ein Halsband an, euer Kumpel hält die Leine und er geht einfach durchs Einkaufszentrum, schaut sich hier mal was an, schaut sich da mal was an. Und ihr müsstet wirklich eine Stunde lang die ganze Zeit darauf achten, dass ihr so in seiner Nähe bleibt, dass ihr keinen unangenehmen Ruck aus Versehen bekommt. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr nach 2 Minuten ziemlich die Schnauze voll hättet. Und das ist bei eurem Hund manchmal auch so. Dazu kommt noch, dass wir oft ungeduldig werden nach einer Zeit, wenn wir mit dem Hund arbeiten und er hat das noch nicht gelernt, an lockerer Leine zu gehen. Und es kommt immer wieder dieser Ruck, der für uns so unangenehm ist, werden wir natürlich irgendwann stinkig. Und dann fangen wir halt an, den Hund bös anzureden oder halt fester an der Leine zu ziehen. Das heißt, wir strafen ihn. Das Fatale bei der Sache ist, dass sich der Hund dann ja in unserer Nähe und mit dieser Leine am Halsband oder auch am Brustgeschirr, dass der sich dann nicht wohlfühlt. Nur wenn er sich nicht wohlfühlt in unserer Nähe, was wird er versuchen? Er wird versuchen, weiter von uns wegzukommen. Nur ist das natürlich genau das, was wir bei der Leinenführigkeit nicht wollen. Der soll ja neben uns herlaufen, er soll im Leinenradius bleiben. Hat er aber das Gefühl, wir strafen ihn und es ist jetzt bei uns nicht besonders angenehm, wenn er versucht wegzukommen, ist das ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Und der Hund bleibt aber nur in unserer Nähe, wenn er sich da auch halbwegs wohlfühlt.